Und damit wollen wir an diesem Dienstagmorgen auf die aktuelle Corona-Situation schauen. Und die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet seit gestern 455 positive Testergebnisse, 197 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist nun auf 8,0 gesunken. Gleichzeitig meldet das RKI 77 weitere Todesfälle. Über 66 Millionen Impfdosen wurden mittlerweile hierzulande verabreicht.